Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zu einer brandneuen Folge von Back to the Past. Wir gucken uns heute eins meiner allerersten Videos an, und zwar meine Edelsteinsammlung. Ida Oberstein. Ich weiß nicht, wie das Ding 300 Aufrufe erzielen konnte. Ist vom 2.11.2014. Das ist schon fast 10 Jahre her. Also okay, da fehlen noch 2 Jahre. 2,5, aber ne? 5 Aufrufe, die Dislikes sehe ich Gott sei Dank nicht. Ich habe dieses Video mit dem YouTube-Editor von YouTube erstellt. Gibt's das noch? Oder ist das der neue Editor? Nee, gibt's gar nicht mehr. Haben die irgendeinen Support jetzt reingepackt? Ja, mal angucken. Das Ganze ist wieder aus der Leonie-Playlist. Gucken wir da mal rein. Das Video läuft 3 Sekunden. Und ich erinnere mich wieder. Erstens, ich hab viele Fragen. Erstens, warum summe ich Musik? Zweitens, warum packe ich Musik drüber, wenn ich die Musik summe? Und drittens, warum packe ich ganz andere Musik drüber, als die, die ich summe? Aber kleiner Fun Fact. Diese Edelsteine hier, die ich da vorstelle, die habe ich auch in meinem Adrenalina-Musikvideo verwendet. Guck da mal genau hin. Steht da? 10M Strolli? 24? Für? Ach, Moment, von Strolli24 für... Für wen denn? Steht da. Also das hier, das heißt und, glaub ich. Oder auch? Für... Ja. Ey, ich wollte das erkennen. Für wen ist das? Hallo Leute und willkommen zu einem Video. Das kann doch kein Schwein lesen. Von heute. Strolli24 Haken für. Ja, lesen wir erstmal, was hier drauf steht. Ja, bitte. Von Strolli24 für euch Zuschauer, ja. Ach. Von Strolli24 für, in Klammern, Zuschauern, euch. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Jetzt. Euch, das sieht hier immer noch aus wie auf oder, wo ist meine Hand? Wie auf oder und. Auch. Was denn? Ja, ich möchte euch heute meine Edelsteinsammlung zeigen. Ich bin ein Gesicht. Das hier soll der Mund sein. Hä? Kurze Story. Wir waren damals in der 4. Klasse. Ja, muss in der 4. sein. In der 4. Klasse. Also maximal in der 4. Klasse, drüber nicht. Maximal in der 4. Klasse waren wir nämlich mit der Klasse in Ida Oberstein. Und da gibt es halt irgendwie so eine Edelsteinfabrik. Das ist in der Pfalz, so ein Städtchen da. Da waren wir gewesen. Haben dann irgendwie Edelsteine geschliffen, beziehungsweise halt Steine zu Edelsteinen geschliffen, und dann durften wir ein paar davon mitnehmen, und die habe ich bis heute noch. Das sieht die Nase, da die und da habe ich die vorgestellt und ich dachte irgendwie, ich wäre schizophren und sehe dann Gesicht drin. Ja, ihr fragt euch bestimmt, was sind denn das für leere Zettel? Ja, sie sind nicht leer. Man kann es nur nicht lesen, was draufsteht. Stift. Yeah. Gut. Okay. Was? Nein, oh Gott. Das wird jetzt kein Mensch verstehen. Ich habe auch kurz einen Moment gebraucht. Aber das ist kein normaler Stift. Das war ein, wie heißt es? Ein Geheimstift-Schrift. Geheimschriftstift. Mit dem konnte man quasi unsichtbar schreiben. Und dann hatte der noch so eine UV-Lampe. Damit konntest du das dann sichtbar machen. Oder? Ich glaube, das ist der. Hallo? Okay. Also,
Hab ich das aus dem Klo rausgefischt. Was haben wir denn hier für Edelsteine? Aha. Hier sieht das wie eine Kastanie. Und hier haben wir... Aha. Schön aus. Das sieht okay, man gar nicht. Ich sehe alles nur grau okay. Und schwarz. Dunkelheit. Und Kaninchenküttel. Das sieht aus wie ein Zahn. Was sieht aus wie ein Zahn? Dann halt's doch mal in die Kamera. Alter. Oh, das sieht auch schön aus. Ist das jetzt echt das Video? Meine Edelsteinsammlung? Ich habe Edelsteine der Farbe nach sortiert, hab die benannt, wie ich es wollte. Mit eigenen Namen und guck mir alle an. Oh, das sieht schön aus. Das ist sehr schön. Das ist Kastanien. Der hier sieht doch aus wie ein Zahn. Hä, wo ist denn ein Zahn? Seit wann sind Zähne rund? Sehr schön. Gucken wir doch mal, was auf den Zetteln draufsteht. Wir beginnen mal hier. Arbeiten uns dann nach oben. Also, gucken wir mal, das ist nämlich eine Taschenlampe, also keine Taschenlampe, sondern... Huh? Bitte. Irgendwie komischerweise blau. Hui, 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 das ist ein bisschen... Und die Sonne, das sieht wirklich so aus. Das ist rundherum blau. Das ist die Sonne. Das ist ein ja, aber ein ziemlich wolkenfreier Himmel. Da steht nämlich etwas drauf. Guck mal, ja. Das sieht man nicht so gut, aber da steht weiß drauf. Das hier sind weiße. Das hätte man ja nie im Leben gesehen, dass das weiße Steine sind. Soll ich mal raten, was auf den anderen steht? Braun, schwarz, rot. Ja, sehen schön aus. Es sind wirklich schöne Edelsteine. Wir waren nämlich in Idar-Oberstein. Das sind nicht mal echte Edelsteine. Das sind einfach nur Steine, die geschliffen wurden. Mit der Schule, mit meiner Klasse. Und ja. Da haben wir das... Hey, ist das nicht Spaß? Yay. Da haben wir diese Edelsteine hier gesucht. Wir haben sie nicht geschürft, aber hier ist auch noch ein doch haben wir doch. Ganz normaler Stein. Ich weiß nicht, warum ich den mitgebracht habe. Gesucht? Ja, wir haben jeden einzelnen Stein gesucht oder was? Im November, nicht mal in Ostern. Hingegangen, das war am vorletzten Schultag. In Ferien, die Ferien sind schon wieder bald rum. Wir haben ja heute Donnerstag, genau vor 2 Wochen haben wir diese hier. Ja. Edelsteine. Ihr könnt auch selber mal dorthin gehen. Ich habe auch noch einen kleinen. So eine Karte. Die Eintrittskarte, aber die, ich weiß gar nicht, wo die ist. Eine Eintrittskarte? Ich habe nicht mehr. Also, ja. Schön. Die gefallen mir. Auf jeden Fall der hier, der ist auch ganz schön. Ein Haar. Ja, das kann schon mal hier passieren. Auf dem Bett, ja, das ist mein Bett. Wo kommt denn das hier alles her? Das Katzenstreu? Ja. Meine Katze. Oh, ich hatte auch letztens habe ich mir mal so uralte Videos angeguckt. 2013, 2014. Also die nichts für YouTube, sondern einfach so, die ich damals aufgenommen habe, weil ich mich wie ein cooler YouTuber gefühlt habe. Die habe ich dann alle auf CD gebrannt, die Videos. Habe ich euch schon tausendmal gesagt und die habe ich mir letztens wieder angeguckt. Und das, ich muss euch die eigentlich mal zeigen. So ein paar Videos, wo man nicht viel sieht oder so. Wo nur ich größtenteils zu sehen bin. Ich glaube, die muss ich euch mal zeigen. Vor allem, wie ich die CDs genannt habe. Die sind ganz komisch, so ganz verstört. 13O in Klammern 4, M.1 bis 4, Komma 5, Klammer zu, 113D. Also ganz, ganz komisch. Ja, und da habe ich mir letztens wieder welche angeguckt und eine... CD gab es da, die hieß Aufräumen 1 Bett. Und da, ich weiß gar nicht, was genau da passiert ist, aber da hatte ich Hasenstreu in meinem Bett und das ganze Fußende war voll mit CDs, mit irgendwelchen DSDS-Zeitschriften, die es damals gab, mit einem riesigen Hund, so ein Dalmatiner-Stofftier. Ich muss mal gucken. Mal wieder hier. Vielleicht zeige ich euch das mal irgendwann. Auf jeden Fall, ja, das ist mit der Stift doch runtergefallen. Ja, ich mache auf Penspinning. Ich mache auf Penspinning. Ich kann das bis heute noch nicht. Wollen wir austesten? Ich habe keinen passenden Stift dafür, aber hier ist so ein Pulli. Ja, siehste! Ich mache Penspinning. Interessiert euch nicht. Also, dann gucken wir mal, ja, hier. Ja, richtig, interessiert mich nicht.
hallo. Rot-braun. Das ist ein rot-braun. Ja, ui, wie sieht das denn schön aus? Sieht das wie Eier. Okay. Diese sehen rot aus. Am besten mache ich hier oben auch noch nicht an. Ja. Ach, Herr Brink, ja. Da liegt ja schon wieder alles voll im Bett. Insgesamt 7. Wie, was für Sie? Ach nee, das ist eine Decke. Edelsteine, also ja, es gibt natürlich noch mehr, aber dazu später mehr. Ja. Auf jeden Fall rot-braun. Diese wollte ich vorerst nur hier reinmachen, aber nein, sieht doch ein bisschen zu hell. Ich wollte gerade sagen, die wollte ich eigentlich wegwerfen. So orange irgendwie, aber nein, orange sind sie auch nicht. Obwohl, der hier könnte schon da hinten reinpassen, aber das sind eher so dunkle. Auf jeden Fall, die sehen schön aus. Der hier ist auch ein bisschen zu hell, den könnte ich da oben reinmachen, aber ist egal. Ich kann gerade selber nicht fassen, dass ich so ein Video aufgenommen habe. Was habe ich mir damals gedacht? Oh, das ist ein schöner Edelstein. Den wollen wir mal filmen. Der ist schön. Sieht aus wie ein Zahn. Rot-braun, schwarz, weiß. Sehr wunderschön. Laden wir hoch. Also irgendwann hat es ja gebracht. Das Ding hat 300 Aufrufe. Ja. Rot-braun, einfach abgeschlossen. Okay. Dann geht es mal höher bei die Nase. Es war rot. Warum wird es groß geschrieben? Ja. Kaffeerot. Schön. Da hat er eben auf dem Zettel da hinten steht ja, Ja? Das beginnt ja schon. Wartet mal, ich muss mal schnell umschalten, denn ich wollte heute Abend noch ein gucken und zwar Hokus Pokus, ne? Das war irgendwann um die Halloween-Zeit rum. Damals kam das wenigstens noch im Fernsehen. Heutzutage kommt das nicht mehr. Hokus Pokus, bester Film, guckt ihn euch an. Hokus Pokus? Wo ist denn der? So. Oh, Gott sei Dank. Es ist immer noch diese komische Violetta an. Ich glaube, sie ist zu violett. Okay. Ach, Violetta. Also, da lief Violetta noch. Rote Edelsteine brauchen wir nicht selber sagen, geguckt. Die sind halt rot. Ja. Aber da wahrscheinlich noch nicht. Stimmt, das war 2014. Da habe ich Violetta gehasst. Und danach habe ich es geliebt. Ich glaube, das war so im Dezember. Ich glaube, das habe ich euch auch mal alles gesagt in einem Banjo-Kazooie-Video von letztem Jahr. Das war so ein Themenprojekt und da haben wir darüber auch geredet. Okay. Wie es dazu kam, dass ich mir Violette angeguckt habe, freiwillig. Das war auch um die Zeit, das war einen Monat später. Im Dezember war das, glaube ich. Was? Ich dachte schon gerade, mein Papa wäre gekommen, aber warum kommt der denn? Der kommt doch nur manchmal freitags. Na egal. Hier haben wir die schon etwas selteneren. Auf jeden Fall. Etwas selteneren. Hä, was laber ich denn, als ob ich so ein Amethystenjäger wäre? Aber so selten sind sie. Vor allem die hier, die sind besonders selten. Also die hier, die kommen eigentlich weiter oben vor, aber... Wie, die kommen weiter oben vor? Wo kommen die denn vor? Gräbst du unter der Erde und findest diese Edelsteine in der Form oder was? Ach, die Katze will die schon wieder raus. Ja, ich muss wieder übers Bett klettern. Ach, das ist egal. Okay, nichts Besonderes. Nein. Ja, okay. Hier, dieser Stein gefällt... Nein, der gefällt... Ja, der gefällt... Stein gefällt mir auch sehr gut, weil der so klein ist. Der ist so klein wie ich. Nein. Aber er ist auch komplett... Er hat keinen einzigen Kratzer und das... Er ist komplett... Als ob der aus so 1000 Einzelteilen besteht. Er ist komplett... Er hat keine Kratzer. Was ist das denn? Okay, habe ich Farbe. Schon gemalt. Der hier gefällt mir schon nicht so gut, denn der ist etwas kratzig, sag ich mal. Kratzig. Mann, was springen wir heute? Der hier ist auch ziemlich gut, der ist gut beim Spielen, aber die rutschen einen auch immer von der Hand. Ich habe mir eben die Hände gewaschen, ich weiß nicht, wo das schon wieder herkommt. Auf jeden Fall. Hä? Ja. Die Hände sind rutschig, aber ich habe sie mir ja geputzt. Die gehen hier immer alle weg. Wer geht weg? Auf jeden Fall kommen wir jetzt... Wo filmst du hin? Ja, ist da drauf. So. Die haben wir abgeschlossen. Kommen wir jetzt zu den... Moment. Achso, ja, die hier.
Das ist das zweite Auge. Wo ist denn dein Auge? Ja, das sind die... Zähne. Die gelben. Die sind doch nicht gelb. Hä? Das sind gelbe. Das ist beige. Beige. Ist auch orange. Aber manche hier sind auch gelb, so wie dieser hier. Der ist so hellgelb, so wie... Ja. Limette. Zitrone. Wie diese... Nimm zwei Dinger da. Nimm zwei? Aber ich muss dazu noch sagen, ich habe die wirklich nie gegessen. Ach, nimm zwei. Ich hab sie mal doch, okay. Probiert. Ja, da muss nimm zwei sein. Ich habe sogar welche in der Tasche. Die schmecken ja auch, aber ich meine, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, gucken wir jetzt das vorletzte. Und zwar sind das diese Sterne. Es sind die... Achso. Die diversen. Nein, wartet, ich habe die Schilder vertauscht. Nein, das sind eigentlich die. Das sind die. Okay, ich habe sie doch irgendwie nicht vertauscht. Guck doch, Alter. Irgendwie habe ich von den seltenen mehr. Als. Deshalb frage ich ja. Außerdem, warum habe ich den Schilder aufgegeben? Oh nee, das habe ich vertauscht, oder? Moment, da muss ich kurz nachgucken. Guck doch auf die Steine. Selten. Ach so, das sollte so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall seltene Steine. Ach, ich dachte, sie wären... Diese hier. Oh, ich will da nicht. Ich dachte, die anderen wären selten. Im nächsten Mal steht er schon, okay. Ja, das sind hier diese grünen auch. Und hier, diese Kastanie haben wir eben schon gesehen. Ja, auf jeden Fall. Gucken wir jetzt noch da, was da steht. Was sind das für welche? Wo denn genau? Muscheln. Das sind also die Muscheln, die sind... Was ist denn für eine Muschel? Muscheln kann man nicht sagen, mehr so eigentlich wie ganz normale Steine. Aber eigentlich sehen normale Steine ja nicht so aus. Doch, Kieselsteine, so liegen sie bei mir vom Haus. Sieht ja aus wie eine Muschel. Okay. Aha. Diese ich habe gerade übrigens keinen Schnitt gesetzt, das war vom Video her so. Wie so ein, so eine Gardine irgendwie, also nein. Naja, egal. Der Stein sieht aus wie eine Gardine. Muscheln, Gardinen. Auf jeden Fall, die sieht auch schön aus. Was haltet ihr davon, von meiner Sammlung? Ja, top. Geht selber dorthin und kauft euch ein Ding. Einen Edelstein. Auf jeden Fall. Den seltenen. Und den Zettel mit dazu. Das ist schon an, der Film. Auf jeden Fall. Sage ich euch dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Okay. Das ist das wirklich schon der Film. Okay. Also, ich gucke jetzt Hokus Pokus. No. Viel Spaß. Ihr könnt euch ihr könnt euch das auf Pause machen und könnt das hier noch weiter betrachten. Okay. Bis der Film vorbei ist? Warte, das dauert so gut eine anderthalbe Stunde. Da sitzt man aber lang. Und zwar jetzt auf Pause stellen, denn jetzt ist das vorbei. Ciao. Nein! Nein, noch sowas. Nee, bitte nicht. Ich glaube, das war no joke, das schlimmste Video, was ich mir jemals auf meinem Kanal irgendwie angeguckt habe. Ich glaube, das wird von nix übertroffen. Von nix. Fragt mich, wenn Back to Past in 3 Jahren noch läuft, fragt mich da, was war das schlimmste Video? Ich werde immer noch das antworten. Und wenn nicht, dann habe ich gewaltig was falsch gemacht. In meiner Entwicklung. Was ist das? Die sind selten, aber sehr, sehr schön. Oh. Das ist rotbraun. Und da sind die seltenen. Und das weiß ich nicht. Habe ich vertauscht. Muss ich kurz nachgucken. Das Video hat absolut keinen Sinn gemacht. Wer hat sich sowas angeguckt? Warum guckt man sich das an? Ja gut, wahrscheinlich kommen da echt Leute und denken, oh, was passiert, wenn ich meine Edelsteinsammlung auf YouTube eingebe?
Meine Edelsteinsammlung. Marmeladenoma. So, Moment. Das sind Edelsteine. Nee, das ist eine Oma. Moment. Muschel? Ach, das gibt's ja echt. Das ist auch etwas, das mir sehr gut gefällt. Ja, aber das sind ja keine Edelsteine. Das sind Muscheln. Und all ach, da. Diese wunderbaren Steine. Das ist ein Tannenzapfen. Das ist auch kein Stein. Das sind, ja, das sind richtige Edelsteine. Hier ist so ein Ding, was ich hatte, so eine komische Bohne. Edelsteinsammlung, die sehen ja echt aus wie Muscheln. Ah, guck! Ah, da! Okay. Wenn ich sowas sehe, dann muss ich sagen, ja, aber meine...